Philo blinddatet 7 Frauen und ich habe wirklich Angst, mir das anzugucken, Bro. Wenn Felix jetzt noch nicht gecancelt ist, spätestens danach ist es. Achtung, diese Folge könnte für einige Zuschauer ungeeignet sein. Philo spielt einen künstlich ironischen Charakter. Digga, er braucht einfach einen Disclaimer. Was hat der Wichser gesagt? Alle Teilnehmer wurden informiert und hinter den Kulissen haben sich alle gut verstanden. Und mich würde in dem Kontext natürlich super interessieren, ob da auch passend die weißen Fußnägel vorhanden sind. Kann ich dir gerne heute Abend zeigen, ja, wenn es soweit kommt. Digga, ist das fucking... Passend die weißen Fußnägel vorhanden sind. Kann ich dir gerne heute Abend zeigen, ja, wenn es soweit kommt. Scheiße. Das ist Philo. Er datet heute 7 Girls gleich... Digga, ist er mit seinen Heelys da hingegangen? Oh, und der scheiß Zahnstocher, Bro. Ich dachte auch, das Bouget. Könnte Bouget sein, ne? Im Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben. Felix ist schlimmer als ich. Felix ist nach außen der woke Atze, aber im Inneren ist er schlimmer als ich. Ich bin asozial, ich lebe das nach außen und außen. Denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Ich bin Felix, aka Philo, bin Livestreamer und ich habe die Nummer... Ey, das mit den Zahnstocher, das ist aber wirklich ass, das muss ich sagen. Das muss er... Macht er das noch? Das muss er lassen. ...von Frank Rosin. Crazy. Was suchst du heute? Ich suche eigentlich einfach nur, ja, irgendwas, was mir den Kopf krault und mir sagt, dass alles gut wird, Sophie. Was wäre denn der Red Flag? Ein Red Flag, Bodycount über 1, geht in Club. Stark. Weiß nicht, man sieht irgendwie... Bro, wenn sie keine Jungfrau ist, will ich sie nicht. Ich sag's, wie es ist. Ein Stück Haut, dann bin ich raus. Cool. Oh, schon fresh Flystepper hier am Start. Geil. Ah, die sind sehr dreckig. Die sind sehr räudig. Und also das geht gar nicht, Bro. So habe ich auch mal eine Woche lang meine Jeans gerockt und ich wurde massiv dafür ausgelacht. Das ist Quatsch. Also das hier mit den hochgekrempelten Hochwasserhosenbeinen, das ist eine quatschige Nummer. Und die Schuhe sind auch wirklich, die sehen aus wie aus dem Altkleidercontainer, Bro. 3, 2, 1, ey! Was geht ab? Okay, ey. Was denkst du? Boah, ich sehe direkt super viele Nikes, ich sehe viele Swooshes. Frage, heißt es Nike oder heißt es Nike? Weil ich habe immer Nike gesagt und irgendwann hat mich irgendwer dafür beleidigt und seitdem weiß ich nicht mal, wie ich das nenne. Ich nenne es immer durcheinander. Bei mir ist es wirklich tagesformabhängig. Und Bergsteigerschuhe, das ist mein schlimmster Feind, das ist mein Endgegner. Echt? Wirklich, Nummer 7 ist gar Nummer nicht Nummer 7, na, ich weiß noch nicht. Es sagt manchmal ein bisschen was über Personality aus. Ja, welche findest du? Manchmal oder manchmal, du Hurensohn? So auf Anhieb am besten? Oh. 2? Ich glaube... Ja, 2. Safe Call 2, die blauen. Nummer 2. Mhm. Ja! Clean auch. Ja, und... Ja, bester Freund! Wichtig! 6. Ja, das ist ein Vibe. Was, also Nummer 7 ist... Ja, mit Abstand. Also Typen werden da nicht hinter dem Vorhang stehen. Vom Schuh, ich würde es jetzt erstmal nicht judgen. Okay. Aber was ich auf jeden Fall judge, ist die 1. Das ist ja kranker Scheiß. Ja, das judge ich auch. Das ist ass. Das ist ja straight up von Sam vs. Wild wiedergekommen. Woher kommst du? Festival? Nee, aber ich reite. Deswegen Stallschuhe und so. Ach, come on, Bro. Lass doch die Pferde in Ruhe. Okay, okay, okay. Aber die ziehst du nicht zum Date an. Stallschuhe ziehst du nicht zum Date an, Diggi. Direkt? Ja. Muss sie irgendwie muss sie herausfinden, wer raus muss. Ich will das auch mal machen. Sof und Dorf, lad mich ein. Ja, okay. Wer ist euer Lieblingsfernsehkoch? Kandidatin 1, wer ist dein Lieblingsfernsehkoch? Kann ich gar nicht sagen, weil ich gucke keine Kochsendungen oder so. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war wirklich eine verdammt einfache Frage, auf die es nur eine Antwort gibt. Frank Rosin. Frank Rosin ist unser Lieblingsfernsehkoch. Schrecklich. Assi, oder? Wer das macht. Ja, ich schwöre, wenn ich da bin, ihr würdet keinen einzigen Schuh hinter dieser Leinwand sehen. Was der Fette da? Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Die 2, was ist dein Lieblingsfernsehkoch? Tatsächlich gucke ich sowas auch nicht. Ich kann dir nur meinen Lieblingsschauspieler sagen. Das ist Ian Somerhalder. Okay. Bro, komplett die Frage gedodged. Ja. Nee, ist guter Call. Kandidatin 3. Ich würde mich dem auch anschließen. Ich gucke auch keine Kochshows, aber ich kann dir gerne mein Vorbild. Digga, wann kommt die richtige? Wann kommt die richtige, mit der man einfach Frank Rosin Bingo spielen kann auf der Couch, während man Popcorn isst? Mehr will man als Typ doch gar nicht. Mit Julia könnte ich das actually machen. Denn meine Lieblingssängerin ist nämlich Lea. Mhm. Lea. Okay. Genau wie ich, innen drin. Lea. Kandidatin 4? Ja, ich koche an sich auch keine Kochshows. Ja, scheiß drauf, ich geh kurz pissen. Aber Tim Mälzer ist mir jetzt einfach direkt eingefallen. Das ist aber auch so eine kleine Hassliebe, sag ich mal. Hassliebe verstehe ich aber da in dem Kontext. Okay. Aha. Das ist aber eine ganz klare Meinung, ne? Ja, klar.
Kandidatin 5? Also ich kenne jetzt nur Steffen Hensler und Nelson. Also mehr auch nicht, aber auch nur, weil meine Mom das oft geguckt hat und ich dann dabei saß. Mhm. Kandidatin 6? Ich finde Frank Rosin ganz lustig. Ah, ich weiß warum. Warum? Ich habe es letztens auf Insta gesehen. Mhm. Kandidatin 7? Ich würde sagen Tim Mälzer, einfach weil meine Mutter ihn feiert. Okay. Okay, Kandidatin 6 ist auf jeden Fall schon mal Fave. Auf jeden Fall. Also ich sterbe für Frank Rosin. Frank, ich klau dir deine Frau Rosin. Deswegen, der ist der beste Mensch der Welt. Warum? Es ist einfach der beste Mensch. Seine Sprüche, der kommt zu armen Familien mit einem richtig frechen Zeiger am Arm. So 90.000 Euro Patek. Und dann hilft er denen. Ist doch geil. Ja, ist doch süß. Er hat eine schön polierte Glatze. Ich liebe ihn. Auf Basis dieser Frage musst du jetzt eine auswählen. Die raus ist. Okay, ist natürlich auf Basis jetzt der Frage und auf gar keinen Fall wegen den Schuhen, würde ich die Nummer 1 rausvoten direkt. Okay, Kandidatin 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Frage, hat eine Frank Rosin gesagt? Hat irgendeiner als Antwort Frank Rosin gesagt? Hallo, hi. Hi. Freut mich voll. 6, wichtig. Ja, das ist 100% Bouget. Das ist 100% Bouget. Ich sag's, wie es ist. Mich auch. Klar. Wie süß. Klar. Muss man jetzt noch so pseudo... Hat er die mit den hässlichen Schuhen rausgevotet? Die mit den Pferdeschuhen? Will ich reden oder... Also... du kannst doch was sagen, was denkst du? Wichtiger Call. Also, ja, voll der Nette eigentlich, aber dass du schon mal keine Pferde magst... Oh ja, okay, das ist... Wow, das ist ein verrücktes Pferdemädchen. Das ist ein Stutengirl. Nee. Wow, raus. Das ist genau wie mit verrückten Autojungs. Das ist Gigs. Das ist nicht. Keine Pferde mag? Hier ist in Aachen direkt das CIO. Das, was ist das? Kennst du kein CIO? Nein. Aber du bist ja voll an Pferdemädchen, ne? Du hast ja auch hier so ein Hufeisen. Digga, was drauf? Nee, das gehört so dazu. Nee, das ist kranker Scheiß. Nee. Habe ich meiner Schwester abgesneakt. Okay. Was ist denn CIO? Das ist das größte Sportturnier in Pferdenmäßig, Rolex. Oh, ey, jede Sekunde, in der ich das mehr gucke, krieg ich mehr Angstzustände, wirklich. Sponsert das? Nee. Alles Mäßige. Nein. Aber ich züchte auch Hunde, hätte so Hundewelpen sehen können. Du züchtest? Das ist ja. Okay, das ist affengeil. Ja, Pomeranians nee, mach dich mal ab. Geh mal. Nee. Lass mal die Hunde in Ruhe. Du bist super, ja, setz dich gerne da auf das Sofa. Ich hoffe, du hast die gebrieft alle, das tut mir so weh. Nächste Runde. Yes. Es tut ihm nicht weh, Felix ist einfach nur ein schlechter Mensch. Und reich. Ich bin extrem bereit. Reich. 3, 2, 1. Was ist deine erste Reaktion? Okay, erste Reaktion. Nummer 7 wurde deutlich cooler. Ja. Das wurde deutlich cooler. Ja. Schießt du zu so vielen Löchern? Es ist ein bisschen oldschool, aber kann man machen, finde ich. Kommt auf den Style drauf an. Weiß ich nicht. Ich habe an sich nicht so mit vielen Löchern zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich auch bei dem Format hier. Aber ich weiß nicht. Also ich hatte jetzt auch darauf dediziert keine Frage. Vielleicht erste Date? Mhm. Oh, dann... Ich würde jetzt erstmal fragen, sag mal, gab's die Hose auch in Heil? Habe ich recht? XD? Bitte doch eine Frage. Okay, sag. Also angenommen, ich würde euch heute in meinem wirklich krassen Sport-Porsche abholen, damit wir zusammen zu einem Restaurant fahren und ich euch das AUX-Kabel gebe. Was würdet ihr anmachen für einen Song? Oh, das ist süß. Hast du ein Sportauto? Nein. Felix Ferdi-Roller, what the fuck? Was mit der Bahn? Bobbycar. Ah, wunderbar, finde ich gut. Nummer 1, welchen Song würdest du anmachen? Ich glaube, ich würde Ohne mein Team anmachen, weil da habe ich immer so einen Vibe und bin direkt gut gelaunt. Ohne mein Team? Ja. Okay. Ja, das ist ein bisschen NPC-Shit. 2023 sagst du nicht nie Ohne mein Team. Digga, zu dem Song habe ich vor 4 Jahren in irgendwelchen Clubs mich mit 8 Euro Wodka Energy Mission besoffen. Digga, das war schon zu meiner Feierzeit lief der, das ist Quatsch. Mittlerweile bin ich 25 und wenn ich um 12 nicht im Bett liege, werde ich grantig, Digga. Das hat sich sogar gereimt, weil ich ein verfickter Chad bin. Ja, stehst du auf Deutsch? Ich schon, ja. Ich check den Vibe auch hinter Ohne mein Team, ja. Ja, Kandidatin 2? Ich würde 500 PS anmachen, weil ich finde, das hat voll was, wenn... Bro, das habe ich mich schon immer gefragt, ist 187, ist das so ein Frauending? Ich habe das Gefühl, 80% Frauen hören das, keiner weiß. Man im Auto fährt und dann dieses Lied hört. Ja, okay, ist okay. Mit Bobbycar? Ja, mit Bobbycar. Kandidatin 3? Ich würde Tabu anmachen, aber das muss dann wirklich volle Pulle laufen. Den kenne ich nicht. Kenne ich auch gerade nicht. Tabu? Von? Young Yuri. Das ist so eine Art Techno-Mix. Ach so. Stehst du auf Techno? Habe ich noch nie gehört. Techno nicht. Wirklich Arsch. Techno ist für mich keine Musik. Techno ist einfach nur stressig und ich glaube, jeder, der Techno hört, ist MDMA-abhängig. Techno ist einfach, ich nehme Drogen, ich feiere 3 Tage durch, bis ich alle meine Mineralien aus meinem Körper ausschwitze. Doch, aber komplett, also so, es ist halt,
wenn es ironisch ist und dann unironisch geil wird. Das aber ist no hate, bitte hasst mich nicht und bitte guckt trotzdem meinen Stream, auch wenn ihr Techno mögt. Alles gut. Das ist so der Mix, ich kann es schwer erklären. Aha. Weißt du? Also ich würde es jetzt nicht in meine Playlist packen und beim Laufen hören oder so. Nee, ich finde auch Techno eigentlich nur zum Feiern gut. Ja. Kandidatin 4? Ich würde Mädchen auf dem Pferd machen, weil das momentan einfach im Trend ist. Digga, was ist das für eine Pferdescheiße hier die ganze Zeit? Lass doch mal immer alle Rebel, die Pferde in Ruhe. Also wirklich, wie, was ist denn hier mit den Pferden, Alter? Okay. Aber das ist der Sommer halt von Bibi und Tina, ne? Ja, das stimmt schon. Kannst du Headbang? Nee, Bruder. Richtig crazy. Ja, das stimmt schon. Nee, aber vielleicht, Philo, vielleicht ist es ein Zeichen. Pferde sind dein Ding. Vielleicht. Vielleicht, ja. Vielleicht. Kandidatin 5? Mir fällt jetzt so spontan kein Song ein, aber er könnte mir ja seinen von seinen zeigen. Weil ich habe gehört, er macht... Digga, das ist wirklich Baby Bouget, ne? Und auch Musik. Sie ist informiert. Findest okay. du gut? Ja. Ich finde es irgendwie crazy, wenn man keinen Song hat, den man anmachen würde. Mhm. Ja, check ich auch. Ich würde anmachen Chiago Gänsehaut. Chiago feiere ich, der ist zwar Mainstream und so, ja, aber Chiago ist ein Atze. Den einzigen Song, den ich von ihm nicht geil finde, ist der, den er jetzt rausbringt oder rausgebracht hat, dieses Maximum Risk. Das ist der einzige Song, oh mein Stift, mein Nuckelstift, das ist der einzige, den ich nicht fühle. Ich muss nur kurz meinen Stift aufheben. Was du meinst, es könnte eine gute und eine schlechte Antwort sein, aber es ist eine Antwort, die kennt mich auf jeden Fall dann. Ja, der erste Teil war so ein bisschen wack und der zweite Teil war so, Wieder gerettet, ja. Wieder finessed. Ja. Okay. Kandidaten 6. Also erstmal fahre ich, das Parken kannst du dann übernehmen und wir hören irgendwas von Monet 192. Ah, nee, das war, Das war scheiße heiß. Nee. Obwohl, wenn sie fährt, Julia fährt auch immer, ich finde das geil. Ich finde das geil, auf dem Beifahrersitz zu weiben, aber dieses... Ich hab die Hosen an, so das ist nix. Findest du gut? So ein bisschen Domina, findest du gut? Weiß ich nicht. So ein bisschen Mami. Ja. Ja. Okay, warum fährt sie da? Okay. Mhm. Beifahrer geiler sein, als selber zu fahren. Ab 130 km/h krieg ich aber Angst. Affengeiler Scheiß, Amadado. Ich glaube, der Stift ist nochmal runtergefallen. Echt? Ja. Okay. Kandidatin 6 ist auf jeden Fall ganz weit oben gerade. Ja, immer noch, ja. Ich muss wieder wen rausvoten jetzt? Ja. Okay, also wahrscheinlich 1, 2, 3 oder 4, ne? Ja, also 1 und 2 waren jetzt die Antworten auch nicht schlecht so. Mhm. Den dritten Song kannte ich nicht und ich will halt mal, dass die Pferdescheiße aufhört jetzt. Und zwar ganz schnell. Ja, wichtig. Deswegen. Panda, danke für deinen Prime, Großer. Ja? Wollen wir die Pferdescheiße noch ein bisschen länger drin lassen? Musst du sagen. Digga, er nennt sie einfach die Pferdescheiße. Dann machen wir erstmal Nummer 3 raus. Nummer 3 raus? Ja. Weil du die Pferde vielleicht doch noch für dich gewinnen wirst. Vielleicht, ja. Vielleicht. Vielleicht. Okay, Kandidatin 3, du kannst nach vorne kommen. Hau rein, Ento, ich küsse dein Herz, Diggi. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallöchen, okay. Sieht doch nett aus. Okay, sorry dann. Ja? Ja. Okay. Was sagst du? Nichts. Ey, ohne Scheiß, ich glaube legit, Felix wird irgendwann wirklich gecancelt. Dann du bist super. Tschüss. Klar, alle sind hier so super. Du bist so hart. Nee, sie war toll. Ja, klar. Sie war total sie war toll. Es war einfach nur total hübsch. Es war einfach nur nicht mein Musikgeschmack, leider. Mann. Okay. Nächste Frage. Ach so, es geht gleich weiter. Nächste Frage. Okay. Ich weiß nicht, ob... Also die sehen hier alle relativ jung aus, ne? So einfach vom Style, von den Händen. Digga, was für jung? Du siehst aus wie 12. Digga, dass Felix sagt, da sieht irgendwer jung aus, das finde ich am geilsten. Und so. Ich mag es halt wirklich, wenn es so richtig aussieht wie Leder. So richtig alte, richtig eklige... Ja, check ich. Lederratten einfach. Ja, ich glaub, weiß nicht. Ich weiß nicht, deswegen würde mich interessieren, falls es nicht klappt oder doch klappt, was ist euer Verhältnis zu euren Omis? Habt ihr ein gutes Verhältnis zu euren Omis? Gute Frage, wichtige Frage. Und wären sie offen für Dreier? Potenziell. Ja, einen schönen Dreier mit der Enkelin und Omis Arschloch. Ja. Schön in Omis Rossloch rein, klar. Rückwärts einparken, logisch, warum nicht? Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Omi, ich habe sie ganz doll lieb und wir sind ja. auch fast jeden Tag bei ihr. Das ist gut. Ich bin jeden Tag in Felix' Oma, aber ich habe sie nicht lieb, weil für mich ist sie nur ein Gebrauchsgegenstand. Die Aussage möchte ich revidieren. Das so super. Da könnte ich dann in Minecraft. Ich habe einen Sex mit Omas Mod. Da ist das so. Quasi auch jeden Tag mitkommt zu Besuch, oder? Was ist das für eine Folge? Nee, besser nicht. Okay. Ja. Besser nicht. Das ist schon mal nicht gut. Besser nicht. Das ist meine Omi. Nicht mehr lang. Kandidatin 2.
Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Omi. Wir machen sehr viel Scheiße zusammen und sie ist auch für jeden Scheiß zu haben. Und für jeden Scheiß sogar zu haben, das klingt gut. Ja, auch für den geilen Schweinescheiß, ne? Analsex und sowieso. Analverkehr, ja klar, wenn die da am Start ist. Mein Gott, hast du schon eine Traumfrau? Aber nicht für diesen Scheiß. Wir müssen das reversed machen jetzt, actually. Na gut. Okay, dann drei, I guess. Also ich liebe meine Omi, sie ist die Beste und wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis. Ich wohne jetzt zwar sehr weit... Bro, ich muss unbedingt meine Oma mal wieder anrufen. Ich schwöre, seitdem ich in Köln wohne, die arme Frau. Von ihr weg, aber... Und Felix' Oma muss ich auch mal wieder anrufen. Ich würde sie dir auch gern vorstellen. Das ist... Weißt du, dann habe ich wenigstens mal Kontakt mit einer. Ja, aber sehr weit weg, das heißt sehr viel Reisen, ne? Das ist nicht schlimm, hab ein Bobbycar. Kandidatin 4? Meine Oma ist tot. Digga, die Arme. Die Arme, Bruder. Digga, die Arme. Okay, chill. Chill. Ich lach nicht, weil die tot ist, sondern weil die das so respektlos gesagt hat. Die arme Oma, Gott hab sie selig. Hochwohl sei sie gelobt. Aber sie war nett. Sehr nett. Oh. Ja, du. Ist scheiße gelaufen, wa? Ja. Kandidatin 5. Also ich wohne mit meiner Oma zusammen an einem Haus, also getrennt in Wohnung. Und die nimmt später finanziell auch ein Paket für mich an. Also ich würde sagen, richtig. Das Verhältnis ist ganz gut. Moinsen. Und wegen dem Dreier kannst du sie ja später dann selber fragen. Ja. Ja. Passt doch. At this point weiß ich nicht, ob sie es mit Absicht macht, ne? Das ist schon crazy. Mhm. Okay. Schon Traumfrau. Schon Traumfrau. Ja, die will hart. Die will hart an den jungen Schwanz, ich merke das. Aber kann Nummer 4 noch mal was sagen? Kuss, danke für den zweiten. Ich finde dich super hot. Also, sof. Also was? Nee, also dich. Ja, man weiß, wer das ist. Ich wusste es. Finde ich super. Ich habe eine Ahnung, wer das sein könnte, actually. Echt? Ja, ich habe wirklich eine Ahnung, wer das sein könnte. Baby kennt ihr euch? Kennst du ihn? Flüchtig. Okay. Man erkennt das auch sofort an der Hose und so. Baby Bouger hat so einen Style, den erkennst du einfach. Die lassen wir jetzt erstmal stehen, auch wenn ihre Oma tot ist, leider. Ja, das wäre auch richtig assi. Ja. Das wäre richtig assi. Mausetot. Okay, das heißt, ich würde jetzt tatsächlich Nummer 3 rausvoten. Schade. Dann Kandidatin 3. Boah, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, wenn du Felix nicht kennst. Ich bin auf die Kommentare gespannt. Ich find's scheiße witzig. Ich finde, das ist mit eigentlich die beste Folge, die ich bis jetzt geguckt habe. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man Felix nicht kennt, dass man ihn richtig, richtig hurensöhnig findet. Ich glaube, wenn man jetzt diesen Vibe und diesen Humor nicht catcht, da werden Leute sein, die werden richtig schockiert sein, die sich denken, Digga, was ist das für ein Hundesohn? Ohne Scheiß. Du kannst ja vorkommen. Hallo. Hi. Na? Special. Schön, dass du da bist. Hi, was geht ab? Nicht viel, nur bei dir. Auch nicht viel. Ich mag die Tattoos, actually. Danke. Kann ich mal das sehen? Ich bin jetzt nämlich auch kriminell geworden. Ich habe mich letztens tätowieren lassen. Nee, was hast du gemacht? Einfach nach unten auf die Beine. Einmal so und einmal falsch rum. Und seitdem sehe ich Tattoos viel anders. Ich mache jetzt den Call. Ich liebe das. Felix, guck mal, ich sage euch jetzt mal eine Sache über Felix. Ich kenne keinen Menschen, der öfter seinen Charakter und sein Denken ändert in der Woche. Felix ist gefühlt jede Woche ein neuer Charakter und hat irgendeine neue Denkweise. Der fand vor einem Monat noch Tattoos richtig scheiße. Felix meint, ey, ich hätte eigentlich Bock auf ein Tattoo, aber ich hätte übel Angst, dass ich das irgendwann bereue. So. Und jetzt will er sich sein ganzes Bein voll patchen mit irgendwelchen Spinnen, mit einem Zahn, mit irgendwelchen Unschriftzügen. Und ich mache den Call in noch einem Monat, kriegt er eine Psychose, weil er die Tattoos nicht mehr haben will und lässt sich die weglasern. Oder so. Findest du es ein Vibe? Ja, voll. Haben die Bedeutungen? Ja, das habe ich mit einer Freundin zusammen im Urlaub stechen lassen. Aha, also die hat das gleiche Motiv. Auf Mallorca-Urlaub. Okay. Das habe ich schön für meine besoffen. Beste Freundin, weil wir uns immer Engel nennen. Ja, das ist todespeinlich, leider. Für einen. Ich finde das auf deiner Schulter schlimmer. Ja, okay. Dazu muss man sagen, das habe ich mir besoffen von einem Kumpel stechen lassen. Das ist wirklich ass. Aber das ist auch ein kleines Scheiß-Tattoo, checkt ihr? Das kann ich einfach, das ist halt ein bisschen vernarbt. Aber das kann ich. Ja, das. Ja, ain't no way und so eine Scheiße. Dead ass, klar, Emotes. Sänger. Von wen? Giuseppe Reggio kennst du bestimmt. Nee, kenn ich nicht. Na, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Ciao, ciao. Du bist super. Das wird nicht. Ist das gottlos? Was bist du denn für einer? Ganz normal. Bisschen eklig langsam. Ne? Ist das nur so, ich liebe das. Bist du bereit? Ich bin sehr bereit. Nice, okay. 3, 2, 1.
Okay. Was denkst du? Ich frage mich in erster Linie, warum Nummer 1 ein Mikrofon... Ja, der wird gecancelt. Wisst ihr, wie ich das gemacht hätte? Ich hätte auch so ein bisschen auf asozial das geplayt, aber immer mit so einem sympathischen Unterton. Das ist nämlich der Trick. Ich glaube, im Herzen bin ich nämlich asozialer als Felix, aber ich versuche es ein bisschen charmanter nach außen darzustellen. Die sind alles meine Marionetten, ich gaukle euch nämlich nur was vor. ...in der Hand hat oder ein Buttplug, ich weiß nicht, was es ist. Ach nee, da steht Rode drauf, okay. Damit du mich hörst. Ich distanziere mich schon mal im Vorhinein. Kamera. Ach so, okay. Ups. Ich kann mich von Felix nicht distanzieren. Wir machen bald wieder Content-Offensive. Felix und ich sind eine Symbiose. Wenn einer von uns beiden untergeht, reißt er den anderen mit. Das war der unlustigste Joke der Welt, aber gut gerettet noch. Okay, direkt. Ich finde Nummer 4 jetzt immer noch am coolsten vom Outfit. Mhm. Kandidatin 3? Kandidat. Ja, das erkennt man. Puget so. Ich weiß nicht, ob Puget schwarze Haare hat mit blonden Strähnchen oder ob sie blonde Haare hat mit schwarzen Strähnchen. Aber so gut kenne ich die. Und drei? Das sind halt so komische Schmetterlinge mit. Ich weiß nur, dass Puget absolut beschissen in Counter-Strike. Also ich bin wirklich scheiße in Shootern. Ich fühle mich manchmal, jetzt bräuchte ich einen Betreuer, weil ich so schlecht in Shootern bin. Also wirklich schlecht. Aber Puget ist nochmal dreimal so scheiße. Mit drauf. Trotzdem das nette Frau. So, gibt mir so TK Maxx-Vibes. Ja? Ich find's cute. Aber ich habe gut gespielt, unser Team hat also Nummer 2 sieht legit aus wie so aus der 10. Klasse irgendwie. Von der Größe und aber auch so bis es so. Na, das sieht aus wie 6. Klasse 2012. Doch plain pink? Ja. Und die. Nee, guck mal, die Schuhe. Das ist legit 6. Klasse. Das ist kranker Scheiß. Nee, okay. Sag ich doch. 6. Klasse. Emma, was geht ab? Der ist auf Jüngere? Nee. Ältere. Also nicht auf 6. Klasse laufe ich. Sonst müsste ich mich wirklich langsam distanzieren. Viel Ältere. Omis. Die wirken Patchwork auch sehr befreundet irgendwie. So. Ach so, sind das Schwestern? Die haben sich auch gerade angeguckt. Gleichzeitig. Sind das Schwestern? Seid ihr Schwestern? Eventuell. Ah, also ja. Weil er gerade die ganze Zeit davon geredet hat, weil er es unbedingt wissen möchte. Welche Stellung ist euer Liebling? Habe ich nie gesagt. Ich esse ein Oreo. Wenn ich darf. Nee, du. Gönn dir. Mongo. Nee, Fido, der hat die ganze Zeit davon geredet, welche Sexstellung ist eure Liebste. Ihr konnte einfach nicht aufhören, darüber zu reden. Ich bin noch Jungfrau. Digga, diese Sexstellung-Frage ist großer Quatsch. Chat, was ist eure Lieblingssexstellung für die 3%, die hier Sex haben manchmal? Ich sag euch, wie es ist. Das Geilste ist es, zugereitet zu werden. Wenn ich den Seestern droppen kann, das ist für mich der best way to go. Da kann man da auch ein bisschen so... Da kann man wie so versuchen, die zu fangen, so, weißt du? Mit dem Mund. Aber alles, wo ich mich möglichst wenig bewegen muss, finde ich geil. Ne? Wie ein toter Fisch. Ich bin auch noch Jungfrau. Dem schließe ich mich an. Können wir zusammen rausfinden? Also ich finde immer, dass bei einer anderen Person gefällt mir jetzt das gut und bei einer anderen dann das. Also es kommt halt auch immer drauf auf die Technik von meinem Gegenüber an. Oh, sie hat sehr viel GV. Das ist auch crazy. Okay. Das habe ich nicht gesagt. Also doch, du weißt nur 2. Aber die ersten beiden, wie alt seid ihr? 18. Ich bin auch 18. Ja, das ist doch gut. Jungfrau, können wir zusammen rausfinden und wahrscheinlich ein Bodycount über 2, was schon sehr kritisch ist in meinen Augen. Das Bouger Bodycount über 20. Krank. Deswegen, I don't know. Okay. Ich ist das asozial hier alles. Ich glaube aber tatsächlich, weil das bauchneblig Pierce mir da auch auffällt bei Nummer 3. Mhm. Du weißt, wer sie ist. Ich weiß, wer sie ist, ja. Dementsprechend weiß ich, dass sie erstmal richtig Arsch in Videospielen ist. Ja. Bouger ist wirklich Arsch in Shooterspielen. Richtig Arsch. Ich könnte natürlich so diesen typischen E-Boy-Typ machen und sagen, ich kann dich carryen und so weiter. Habe ich aber gar keinen Bock drauf. Geil. Ich könnte es, ja. Du könntest mich carryen? Ich könnte dich carryen, ja. Wo drin? Nee. Cap, oh mein Gott. Nee, Quatsch. Habe ich nicht mal. Felix ist ein Autist. Felix ist unglaublich gut in Shootern. Felix, wenn der in Shooter reingeht, der lebt da drin. Ohne Scheiß. Da endet auch Freundschaft und Beziehung und sowas bei dem. Felix ist wirklich, glaub mir, extrem gut in Shootern. Egal ob Valorant oder Counter-Strike. Felix ist ein Beast in Shootern. Felix 1 gegen 1 gegen dich. Felix fickt mich. Ich bin der Gutaussehendere, ich bin der Sympathischere, ich bin der Liebevollere, ich bin der mit einem Herz aus Gold. Aber Felix ist besser als ich in Shootern. Das muss ich auch neidlos anerkennen. Aber da versuche ich auch gar nicht kompetitiv irgendwie gegen den anzutreten, weil ich weiß, er fickt mich in Shootern. In League of Legends fick ich seine Mutter. In Shootern nicht. Installiert. Schlecht informiert. Auch ja, wenn Counter-Strike 2 offiziell da ist, Chat, dann gibt es ein bisschen Counter-Strike-Content. Heiß, ne? Ja, du findest es gut, wenn die Konter geben, ne? Ja, klar. Man darf nicht gucken, wer die sind, ne? Okay. Hey, das ist der ganze Purpose. Ja. Oh Gott. Was
Das ist ein Phantombild. Der, das ist so geil. Ich finde das so geil, wie er das played. Oh mein Gott. Ey, danach gecancelt zu werden, wäre actually worth. Weiß ja, wer sie ist. Ich will nur gucken, ob es wirklich so ist. Muss kurz entwickeln. Gar keine, wir haben Zeit. Das Bild ist so schlimm. Ich glaube, es ist das Schlimmste, was jemals von mir gemacht wurde, aber okay. Wir lassen es erstmal entwickeln, oder? Okay, wir warten. Das ist überfrech. Das ist so frech. Okay, einfach kurz mal geflasht. Ich muss eine von 1 oder 2 rauswerfen. Pink. Pinklich raus. Ja, das Outfit packt dir nicht so. Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Oh, ja. Ja, du siehst auch so jung aus. Ja, dachte ich mir. Das ist 7. Klasse Shit. Hallo, freut mich. Hallo. Hallo, ich bin heute der... Bro, ich schwöre, die sieht aus wie 7. Klasse. No hate. Ey, wirklich gar kein Hate. Aber die sieht sehr jung aus, oder? Referendar. Also vom Aussehen würde sie zu ihm passen, weil Felix sieht legit aus, als wäre der höchstgradig minderjährig. Aber holy shit. Also gehst du wirklich noch zur Schule? Nein, bin jetzt fertig. Mit 10. Klasse? Nein, 12. Wie alt ist man? Ach, mit 18 ist man 12. Fertig schon? Ja. Was machst du jetzt? Ein soziales Jahr. Süß. Wo? In einer Grundschule. Süß, sagt sie. Okay. Oh, das passt. Ja, so auch zum Outfit. Aus. Ja. Ja, stimmt. Na gut, dann kannst du dich da hinten hinsetzen. Ja, danke schön. Ciao. Hasta la pasta. Nein. Okay. Welchen Streamer oder YouTuber, von mir aus auch TikToker, findet ihr am attraktivsten? Oder natürlich auch Streamerin. Streamer. In, ganz genau. Ja. Kandidatin 1. Ich würde Marco nehmen, weil ich den super lieb und sympathisch finde. Wer ist Marco? Wer ist ein Marco? Jetzt offiziell Marco. Kenn ich. Mit den Muschi-TikToks. Muschi-TikToks? Muschi-TikToks? Was TikToks? Mit den Mutti-TikToks, mit Tobi. Ach so. Mit den Mutti-TikToks-Chat. Mutti-TikToks. Mutti. Ich habe anderes verstanden. Als ob ihr den nicht kennt. Nee, kenne ich nicht. Nee, kenne ich auch nicht. Mutti-TikToks. Marco, ganz liebe Grüße. Kandidatin 2. Ja, natürlich Philo. Und da auf jeden Fall auch den Prime-Sub da lassen. Wichtig, ne? Guck mal, da, mein Gott, ihr zwei. Ich bin ein Vibe. Ja, was soll ich sagen? Kandidatin 2 hat meine Antwort geklaut. Und eine zweite Option gibt's natürlich nicht. Okay. 2 und 3 Mann stark. Boah, die kriechen krass. Die beiden kriechen krass. Achtung, Achtung, bindet denen ein paar Seile um die Knöchel, sonst verschwinden die in Felix' Arsch. Mhm. Oder findest du es gut, wenn die... Nee, es ist halt natürlich eine... Klar, ich bin super, ich bin unglaublich attraktiv. Aber angenommen, ich würde jetzt in den nächsten Wochen aus Versehen unverhofft in einem Autounfall sterben und mich gäbe es nicht mehr. Wer wäre es dann bei 2 und 3? Mich interessiert das wirklich schon. Ich finde Nick Beats ganz gut so. Ja, aber Nick, das ist auch unfair, Digga. Das ist genau wie der Freund von Nova, live, kennt ihr? Der sieht wirklich frech gut aus. Also wirklich frech gut. Und Nick sieht auch frech gut aus. Und das finde ich einfach unfair. Weil meine Eltern sehen auch gut aus, aber ich bin einfach hässlich geworden. Ich schwöre, ich habe die beschissensten Gene gekriegt. Guck mal, was ist das? Das bei mir ist alles scheiße. Ich bin fett, Stirn ist scheiße, Nase ist scheiße. Ich habe so einen Leberfleck im Auge. Ich schiel, wenn ich betrunken bin. Alles scheiße. Ja, immerhin bin ich lustig. Der sieht nett aus, aber... Hä? Ist ein Homie. Ja, immer schwierig, Statements dazu zu machen, zu streamern und so. Natürlich Monte, weil der ist nicht mittellos. Bruder, sie ist einfach nach Gold am Graben. Sie ist einfach am Golddingen, sie macht doch kein Geheimnis draus. Das respektiere ich. Das respektiere ich. Da wird gar kein Hehl draus gemacht. Monte ist reich. So, Abfahrt. Monte. Ja, ist quasi dein Look, ne? Das ist mein Look, ja. Hat sie gesagt, weil der ist nicht mittellos? Das ist ja wieder frech. Ja, ich kenne Marco nicht. Raus. Muss leider raus. Wer ist Marco? Ja, ganz ehrlich. Dann kannst du jetzt hervorkommen. Hallo. Ah, Zwillinge. Übel das Déjà-vu gerade, wollte ich gerade sagen. Hallöchen. Hallo. Stimmt. Oh mein Gott, die sehen wirklich mies gleich aus. Holy shit, sie hat sich extra so eine blaue Strähne reingemacht, damit man die unterscheiden kann. Gutes Parfum? Ja. Ja, klar. Oh, die hat krasse Augen, Bro. Warte, ganz kurz, wir müssen kurz Pause machen. Nee, geht wieder. Nee, du bist super. Das ist so ein bisschen crazy. Ihr seid alle so super. Ja, okay, was gibt's? Was hast du für eine Note in Mathe gehabt? Würde nicht wissen. Doch, das ist crazy, die Augen passen zum Top. Ich hab deswegen frage ich ja. Die Strähne scheiß rein, weil die passt nicht zum Top. Eine 5. Okay, hab ich aber... Same. Mathe, Fachabi, Blatt, blank abgegeben, fast deswegen durchgeflogen. Und weil mein fetter Kunstlehrer, der lispelnde Hurensohn, mir auch eine 5 gegeben hat. Nur weil er mich privat gehasst hat. Hatte ich auch. Ja, perfekt. Geil. Ja. Gut, dann ab zur Nachhilfe. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüssikowski, bleib dran. Voll süß. Tschüssel doch. Ich kann nicht anders jetzt. Willst du auch? Nein.
Junge, Alter. Umarmung ist schon echt doll. Das ist schon fast wie ein Bodycount nach oben machen. Gut. Hat er recht. Hat er actually recht. Finale. Ja, das wird Bouget. Wird 100 pro Bouget. Oh. Finale. Oh. Mach schon wieder cringe. Okay. Zwei coole Girls. Hast du eine Frage so zum Abschluss? Also bei Baby Boogie habe ich ja vorhin schon gesagt, ich sehe die weißen Fingernägel und mich würde in dem Kontext... Ja, Fingernägel sind stark, ein bisschen zu lang, aber stark. Würde mich super interessieren, ob da auch passend die weißen Fußnägel vorhanden sind. Kann ich dir gerne heute Abend zeigen, ja? Wenn es soweit kommt. Okay, 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 wow, wow, wow. Ich habe Naturfußnägel gemacht. Was heißt das? Das ist so dieses aber Naturfußnägel gemacht? Was? Ja, also von der Farbe her, dieses Rosane, das nennt man im Nagelstudio Natur. Das ist, kannst vielleicht einmal kommen, dann zeige ich dir das. Ich roll hin. Halt mal ein paar Händchen. Das ist so wie dieses hier, so leicht rosa. Boah, sie zittert voll, Sünde. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich check auch nicht, woher auf einmal dieser Fußhype kommt, weil ich wirklich, Gott weiß, ich stehe nicht auf Füße. Aber ich finde die auch nicht eklig. Ich finde, Füße sind einfach da. Checkt ihr, das war schon immer mein Take zu Füßen. Ich finde die nicht eklig, Diggi. So, ich würde die auch massieren und so ein Scheiß, ist mir völlig egal. Aber ich finde die jetzt auch nicht geil. Ich würde mir jetzt auch zum Beispiel keinen mit den Füßen runterholen lassen. Stell dir mal vor, guck mal, wie holst du jemanden mit den Füßen einen runter? Das ist doch Quatsch. So, wie soll das gehen? Digga, wenn du das von deiner Frau verlangst, dann bist du wirklich ein Wichser. Die kriegt mit der Bandscheibe, Bro. Oder von deinem Typen. Die kriegt mit der Bandscheibe. Der kriegt Krämpfe seinen Urgroßvater. Das Ding ist bei mir, ich spritze ab nach 30 Sekunden. Aber stell mal vor, du hast so einen, der kommt nicht und du musst das eine Viertelstunde machen. Fuck! Fuck, nee. Okay. Throatpipe. Okay, und die? Hast du auch so French-Fußnägel? Nee, die sind komplett weiß. Deckend. Boah, okay. Machst du jetzt wirklich deine Gewinnerin an den Nägeln aus? Klar, natürlich. Aber was denn sonst? Ist auch wichtig. An den Fußnägeln. Ja, das okay. Schon. Kandidatin 1 weiße Fußnägel, Kandidatin 2 rosa Fußnägel. Ja, aber Kandidatin 1 ist halt leider Baby Boogie. Das ist schon mal nicht so gut. Warum? Die ist super. Die ist wirklich schlecht in Spielen. Nee, die ist wirklich auch gut. Ja, nein. Baby Boogie ist wirklich Arsch in Spielen. Das sieht neben mir aber auch schlecht aus, weil ich bin halt super gut. Mann, das ist so hart. Ich wüsste noch nicht mal, was ich nehmen würde. Boah, ich guck mal auf gute Frage nicht. Das ist ja wirklich schwer. Was guckst du da? Nach Fragen, oder? Na so, go. Nehmt ihr Drogen? Ich rauche Zigaretten. Und trinke Alkohol an besonderen Tagen zu. Ja, die ist haram. Die ist haram. Was für an besonderen Tagen? Bouget ist jeden Mittwoch im Flamingo. Die besäuft sich wirklich unter der Woche, als gäbe es keinen Morgen. Was ist das für eine Scheiße? Was für an besondere Tage? Hast du jeden Mittwoch Geburtstag oder was? Besonderen Anlässen. Ja, bei ihr ist wahrscheinlich jeder Tag besonders. So wie ja, ich schwöre, jeder Mittwoch besonderer Tag, Flamingo VIP-Lounge, Flasche Wodka mit so Wunderkerze drauf. Freitag auch an guten Wochen. Wenn ich dich jeden Tag sehen würde, ja. Kandidatin 2? Beim Alkohol schließe ich mich an und ich rauche Vape. Vape? Ja. Elfbar. Schmeckt wie HKD. Karamell, ja. Sobald man da mehr als... Ich rauche gar nichts. Und auch kein Alkohol? Ich habe dieses Jahr kein Alkohol getrunken, aber jetzt auf der Gamescom ist mir da ein kleines Fauxpas passiert. Nee, ich trinke Slush den ganzen Tag in mich rein auf der GC. Da ist aber auch nichts. Alkohol drin. Ja, ich weiß, deswegen ich weiß, ja. Ja. Aber es fällt nicht auf. Das ist wirklich schwerer Scheiß jetzt. Aber ich gehe nie feiern. Geht Baby Boogie feiern? Ja. Die geht feiern. Dann raus. Ja, und wie? Mit der. Echt? Ja, weg mit dem Scheiß. Boah. Weg. Junge, endlich. Warte kurz. So auch ein? Nee, danke. Okay. Zahnstocher mit Geschmack. Mhm, voll geil. Mir zieht sich das immer richtig zusammen. Ich finde das so cringe, diese Zahnstocher. Ich finde, das gibt mir immer so amerikanische Highschool-Mobber-Vibes. Mhm. Schmeckt nach Zimt-Orange. Geil. Doch, ich will doch. Aber es ist bestimmt geil, um sich Rauchen abzugewöhnen. Hast du noch einen? Ja, ich hab noch einen. Irgendwie ein Vibe, wenn wir es zusammen machen. Hier, das ist Eisbonbon. Danke. Bitte. Kandidatin 1, du kannst jetzt rauskommen. Ja, ich wusste es. Abouge ist eine Legende. Hallo. Ja, hi. Lass mich nicht los. Der hat mich für immer fest, ich kann nicht mehr. Hilf mir, Hilfe. Du hast eine gute Wahl getroffen. Ja, okay. Also, ich war eh nur für den Freund. Also, sei mal kurz ruhig, bitte. Ja, okay. Jetzt, oh Gott, das Bild. Ja, bitte. Schrecklich, oh, oder? Nein. Zeig mal. Geil. Das ist wirklich gut. Geil, wirklich geil. Zeig mal da rein. Sieht doch genauso aus wie sie. Digga, was ist da passiert? Du erkennst nicht mal, wer das ist.
Tschüss. Tschüss. Bis gleich. Chill auf der Couch. Filmt er gerade ihren Arsch? Machst du? Ah, nichts. Hab nur. Hat er gerade ihren Arsch fotografiert? Gut, wie spielst du? Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann die Gewinnerin, du kannst jetzt hervorkommen. Hat Motherfucker gerade den Monte gepult? Hi. Hallo, was geht ab? Digga, ich dachte gerade, da kommen Merle raus. Hi. Hallöchen, freut mich. Felix nochmal. Ah, ich bin gar nicht größer als du. Na, nicht viel. Na, weiß ich nicht. Aber ich mag nicht so große Männer, das ist gut. Ja? Ja. Geil. Gut, da. Oh, er gibt einen High Five. Oh, 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 oh. Treff doch Omi. Mhm. Du musst mich hier so rausziehen. Tschüss, Sophie. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Das ist süß. Danke. Das ist actually süß. Boah, das war die Liebe seines Lebens. Boah, ey, ohne Scheiß. Ich sag unironisch. Bis jetzt, Rap, finde ich, war die geilste Folge bis jetzt. Aber ich glaube, Felix könnte dafür auf jeden Fall ein bisschen Hate kriegen.